Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Es geht weiter und wir sind im Krankenhaus, aber nicht, weil wir irgendein Problem haben, sondern weil wir Luis suchen und ihr jetzt wahrscheinlich unsere gute Besserungskarte geben möchten. Ich bin mal gespannt, ob wir sie finden. Also die Dame hier mit den Haaren habe ich, glaube ich, auf dem Revier schon mal gesehen. Oder die geht einfach zum gleichen Friseur. Und wie immer gucken wir uns erstmal um, ob wir hier irgendwo hin können, auch wenn wir da nicht hin müssen. My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Habt ihr die Ellbogen von dem Arzt gesehen? Das sah nicht gesund aus. Vielleicht kommt das, wenn man zu lange als Arzt arbeitet und so viele Sachen sieht, dass man selber Dinge an seinem Körper entwickelt, die auch nicht mehr so ganz normal sind, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber die Ellbogen sahen nicht gut aus. Wir kommen hier nirgendwo hin, ne? Wir müssen fragen. Jack, hier kommen wir hin. Rein theoretisch müsste es doch hier im Krankenhaus super viel Heilung geben. Sleep thinking about those crippling hospital fees. Are you worried that you can't pay for that heart transplant that you desperately need? Don't worry, there's always money to be found in you. Red marked, organ selling made easy. Come for a checkup today and leave with a personalized quote. I didn't know I was worth so much. Thank you, Red marked. Red marked, let's find the treasure in you. Ich glaube, diese ganzen Werbespots in den Radios sind bestimmt Anspielungen auf alte Filme, Spiele von Robocop. Und die Anspielungen verstehe ich halt nicht, weil das mein allererstes Mal, dass ich mit Robocop ja irgendwas zu tun habe. Aber auch ohne den Zusammenhang zu verstehen und die Anspielungen finde ich diese Werbespots immer sehr interessant. Okay. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Oh, second floor. Take the elevator. Aber ich dachte, ich bin für Aufzüge zu schwer. Erinnert ihr euch ans Tutorial? Da hieß es, dass wir für Aufzüge wahrscheinlich zu schwer sind und dann sind wir doch die Treppe gelaufen, oder? Ach, kann auch sein, dass ich es schon wieder durcheinander schmeiße. Meine letzte Aufnahmesession war vor 3 Tagen, glaube ich. Okay, Krankenhausaufzüge funktioniert. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Backpacks and other containers subject to inspection. Oh. All visitors must check in when entering and exiting. Erstens, warum ist alles großgeschrieben in diesem Text? Außer das All. Und warum muss ich einchecken, wenn ich gehe? Ist es dann nicht Checkout? Oder heißt es einfach nur, wir müssen uns halt hier quasi melden? Wir müssen quasi hier in dem Bereich wieder einchecken. Oder. Aber bitte erklär mir jemand, warum ist das All bei diesem Text klein geschrieben? Also das, die Doppel-Ls und der Rest alles groß. Ja, jetzt ist sie plötzlich hier. Sie saß gerade noch unten. Sind sehr lange hier hochgefahren und der Arzt ist jetzt auch hier. Waren die alle mit uns im Aufzug? Geheimer Bewunderer. Kitty, du hast nicht geantwortet und ich wollte dir unbedingt sagen, dass der Polizist wieder da war. Er hat Pralinen für sie hinterlassen und mich gebeten, niemandem zu sagen, dass sie von ihm sind. Das ist so süß.
Bin gespannt, ob seine knuffigen Annäherungsversuche erwidert werden, sollte die arme Polizistin aus ihrem Koma erwachen. Der Kerl scheint nett zu sein, abgesehen von dem schrecklichen Haarschnitt. Ist das der mit der gebrochenen Nase, der sich an Louis ranmacht? Oder... Wir haben anscheinend alle Bauchschmerzen. Norovirus? Haben wir hier den Norovirus? Oh, ich habe 2 Fähigkeitspunkte. Safe öffnen ist nice. Mehr Gesundheit. Ich möchte noch mal kurz erwähnen, wir sind noch nicht einmal gestorben in diesem Spiel. Oder mehr Kraft. Verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit. Ich weiß noch nicht so richtig, was mir das für einen Vorteil bringt. Also ja, steht ja da, verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit. Aber warum brauche ich das jetzt? Also, ich habe damit bisher noch nicht so die Probleme gehabt. Ach, aber wir machen mal Fokus. Wir geben überall mal ein paar Punkte rein. Ich denke zwar nicht, dass wir komplett alles leveln werden können. Aber wir verteilen das ein bisschen gerecht. Okay. Dann gucken wir jetzt mal hier. Ich sollte, glaube ich, nicht unbedingt in die Radiologie gehen, oder? So zwischen Röntgengerät und CT und MRT und... Also gerade MRT. Wobei, ist Stahl magnetisch? Nee. Oder? Ist das? Weiß nicht. Ein Stahlkühlschrank ist magnetisch. Ah, bin ich aus Stahl? Oder bin ich aus Eisen? Aber ich bin aus Stahl, oder? Hey, Murphy. She's right in here. Wer sitzt da? Kenne ich die schon? Nee. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them, even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Danke. Okay, wir reden jetzt. Ich finde die Situation oder die Vorstellung super merkwürdig, wenn das jetzt eine Person wäre, die ich kenne. Also ich kenne Personen, die schon im Koma lagen, aber ich hatte nie die Situation, dass ich mit dieser Person dann sprechen durfte, während sie im Koma lag. Und ich finde die Vorstellung super komisch. So. Aber es gibt ja doch Berichte, ne, dass Leute, auch wenn sie im Koma liegen, ja was mitbekommen von ihrer Umwelt. Und aber ich muss generell sagen, ich bin froh, dass ich schon lange nicht mehr in irgendein Krankenhaus musste. Weder zu Besuch noch als Patient. Also, ja. Aber wir reden jetzt mal mit ihr. Hello, Louis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Louis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Louis, you always find a way to help. Wer klaut Leichen?
Bitteschön. Und warum ist das Leichenschauhaus voll? Alles wegen Nuke? Kann ich mir ja nicht vorstellen. I'll keep her safe. Don't you worry about her. Danke. Okay, dann gehen wir jetzt ins Leichenschauhaus. Und gucken nach den Leichen, die fehlen, oder... nach Hinweisen. What's your blood pressure? I've got 40 pal. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear, shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Also, Entschuldigung, aber das klang jetzt nicht danach, dass sie alles gegeben hätten. Also ich meine, wir wissen natürlich nicht, was die davor noch alles gemacht haben mit uns, aber ich fand die Aussage ein bisschen hart. Die kam so aus dem Nichts mit dem, das ist alles, was wir tun konnten. RoboCop, what a surprise. Wusstet ihr, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen für Pathologie interessiere? Ich finde das ja schon spannend, tatsächlich. Ganz, ganz kurzzeitig hatte ich mal überlegt, ob ich versuche, mich in Berlin zu bewerben für eine Art Studium. Aber es gibt gefühlt 3 Plätze für 7 Millionen Bewerber, von daher bringt es eh nichts. Aber ich habe sehr kurzzeitig mit diesem Gedanken tatsächlich mal gespielt. Ich finde das sehr spannend. Wozu brauchen Sie Hirne? Alle Personen, deren Leichname entwendet wurden, waren vor ihrem Tod gesund und körperlich fit. Offenbar braucht jemand auf dem Schwarzmarkt Gehirne, aber für welchen Zweck? Für Gehirntransplantation? Niemand hat eine erfolgreiche Gehirntransplantation durchgeführt seit... nun ja, seit RoboCop. Stell dir mal vor, wir wären am Ende des Spiels von 100 RoboCops angegriffen. Weil die sich selber RoboCop gebaut haben, alle. I'm guessing you're here about the missing bodies. No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Okay. Und wir werden wieder zurückgeschickt. Ich habe alle intakte Gehirne. Ah, ich muss schon raus. Optional den Wachmann befragen. Ich denke, ich soll den befragen. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand.
I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Oh, das war dann wohl Antonowski. Oder wie die den immer betonen. Aber davon konnten wir ja ausgehen. Ich meine, das wissen wir ja mittlerweile, dass er der Strippenzieher ist. Das ist jetzt keine Überraschung mehr. Hier war ein kurzer Ausflug ins Krankenhaus. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Ja, also wir haben auf jeden Fall verloren gegen diese Maschine. Geiselrettung? Wo waren denn Geiseln zu retten? Oben bei diesem Wachmann-Typi? Aber wir sind doch dort alles abgelaufen auf dem Gelände. Also bei dem, der hier Verstärkung und sowas ruft, den meine ich. Dort? War dort Geiseln? Berauschte Geisel gerettet. Ich habe irgendwas verpasst. Und jetzt kriege ich eine schlechte Bewertung. Das ist maximal ein C. Immerhin. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Wax von Babymaid, lag das schon immer hier? Sehr geehrter Mr. Becker, wir waren sehr geschmeichelt, als wir hörten, dass Robocops Hauptnahrungsquelle unsere köstliche Babynahrung ist. Deshalb möchten wir Ihnen die Gelegenheit zur Zusammenarbeit bieten. Wir würden Robocop gerne zum Gesicht von Babymaid machen. Wer würde sich nicht wünschen, dass sein Kind zu einem echten Superhelden heranwächst? Im Gegenzug bieten wir eine kostenlose Lieferung von Babymaid an. Bitte kontaktieren Sie uns, Veronica Guerra, Babymaid Vertrieb und Marketing. Wir essen gern Babyessen. Wir sind ja auch eine zarte Seele, nicht wahr? Oh. Ich habe doch übrigens unterwegs Platin gefunden. Vielleicht können wir jetzt damit irgendwas machen. Unsere Waffe vielleicht umrüsten. Hier, Platine wechseln. Wenn ich jetzt auf die wechsle, warum sollte ich das machen? Hier sind doch nur Nachteile hier unten. Ist dann die jetzige ausgerüstete Platine, ist die dann leer? Automatisch? Ich weiß auch noch nicht, wofür das hier oben steht.
Wir setzen hier mal was ein. Ach so, ja, sicher, übrigens hier. Und habe ich jetzt alle meine Knotenpunkte zurückbekommen? Also Panzerbrechen sind wir jetzt auf jeden Fall. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Waffenschaden. Ist hier. Das sieht gut aus. Streuung finde ich bis jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Ich will halt ungern... alle guten Knotenpunkte wegnehmen jetzt. Eigentlich. Schaden. Magazinkapazität ist hier. Und Einzelschuss. Okay. Nachladegeschwindigkeit ist, glaube ich, jetzt nicht so das Problem. Waffenschaden sieht gut aus, ne? Hier sind trotzdem noch alle drauf. Alle Knotenpunkte. Ah, ich verstehe. Ich könnte ja eine Platine machen, die geht voll auf Waffenschaden und panzerbrechend. Ich könnte eine machen, wo ich viel schneller nachlade, falls ich das mal brauche. Aber eigentlich bräuchte ich alles in Kombi. Aber rein theoretisch könnte ich die einzelnen Platinen ja spezialisieren. Okay. Wir haben jetzt mal ein bisschen was geändert. Ach so. Schon wieder Fähigkeitspunkte. Gut. Dann sind wir hier unten schon wieder fertig. Oder ist hier irgendwas zugekommen? Immer noch alte Pizza. Okay. Störung untersuchen. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work! Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? I'm conscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Robo. Wollte hier noch mal ganz kurz lesen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht, oder? Okay. Ich dachte, hier steht was Lustigeres dran. Ja, der notiert hier alles. Das kriegst du dann beim... Mitarbeitergespräch kriegst du das dann vorgelegt, was du hier irgendwie wo wann mal gesagt oder getan hast.
Wir sollen nach unten, aber wir gehen erstmal hier gucken. Oh, hier ist ein Radio. War das die ganze Zeit schon hier? In other news, Mayor Kuzak suffers another humiliation during his mayoral campaign. The hats that he gave away to the homeless citizens of Detroit seem to have another application. They turn into balaclavas that are now commonly used to protect the identity of liquor store robbers. As a result, we've seen an unprecedented spike in crime. They are deliberately making me look like a fool! Ich habe dort gerade gar nicht zugehört, weil ich drüber nachgedacht habe, was ich für eine Geisel vergessen habe im letzten Gebiet. War das der Typ, den wir verhaftet haben in seinem Räumchen und gesagt haben, er soll warten, bis wir wiederkommen? Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil mit Ende der Story-Quest werde ich ja dort weggeräumt von dem Gebiet. Also ich kann dort ja noch gar nicht mehr weiter rumlaufen. Ist dann ein bisschen blöd, wenn man vielleicht noch Sachen abschließen wollte, aber man das dann nicht mehr kann. So, weil man nicht mehr in das Gebiet zurückkommt. Weil ich habe bis jetzt keine Karte gefunden, wo ich irgendwie in ein anderes Gebiet reisen könnte. Ablehnungsschreiben. Sehr geehrter Mr. Starkweather, nach gründlicher Prüfung Ihres Antrags müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen keine Lebensversicherung anbieten können. Eine Versicherung für Polizeibeamte wäre für unser Unternehmen aufgrund des hohen Risikoprofils dieses Berufs nicht tragbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Life Wardens Co. Hier liegen tatsächlich immer wieder andere Sachen rum. Wir müssen ja quasi hier lang. Oder ich habe es einfach übersehen. Ihr wisst. Das nicht einfach mit mir. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Okay. Wir suchen ein schönes Foto raus. Hier, den PC kennen wir schon. Vielleicht können wir uns noch irgendwas mitnehmen. An Infos oder so. Ist das dann bei Datenbank? So, das macht es wieder automatisch, warum auch immer. Drücke E. Druckt es das? Oder nicht so? Das Spiel hat übrigens gerade noch ein Update gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht irgendwas kaputt gemacht hat. Oder ich probiere das jetzt gleich nochmal. Verabschiede mich aber erstmal aus dieser Folge und in der nächsten Folge sehen wir dann, ob ich es hinbekommen habe, was auszudrucken oder nicht. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich einfach mal, macht's gut. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Bye, bye.